Willkommen zur nächsten Folge und diesmal endlich mal eine andere Map. Wir haben ja immer Oregon oder Yacht momentan, ne? Zwischendurch auch mal ein Hausmap, aber sonst immer nur die zwei Maps. Und wir dürfen auch mal Bereich sichern. Dankeschön, Spiel. Danke, dass wir auch mal Bereich sichern dürfen. Ja, danke, dann nehme ich halt nicht Fuse. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Ja, ich habe... Ja, in dieser Folge spielen wir gegen drei Leute von einem Clan. Und ich bin echt mal gespannt, wie das abgehen wird. Ich bin am überlegen, ob ich demnächst mal wieder Terroristenjagd oder so spielen soll. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Terroristenjagd sehen wollt. Oder einfach mach weiter das Normale. Klar, ich wechsle früher oder später mal in Rank. Das ist... Ja, das steht jetzt gerade nicht zur Debatte, aber allein ist es erstens doof und zweitens habe ich momentan nicht so viel Bock auf Rank, weil ich nicht so gut bin. Was wiederum die andere Folge nicht dazu sagen würde. Weil wenn man die letzte Folge gesehen hat, die sagt, ja, du kannst schon ein bisschen was, ne? SL-Profi. Beim Sterben noch was geholt. Okay, wir müssen ja fast alle Klassen haben. Lol, legen sich 200 und kriegen die trotzdem nicht. Es leben noch drei Drohnen. Okay, zwei. Eine. Guck, guck. Weiter zu seiner Position. So, als erstes schnell mal die Kameras ausschalten. Die ist weg. Die hole ich mir. Lade Magazin nach. So, jetzt gehen wir mal kurz weg, bevor hier irgendjemand rausrennt. Schauen wir mal, ob wir hier rein können. Hier ist eine Falle. Ich würde mich da oben verstecken. Da ist nichts. Ich würde gern. Manchmal interessiert mich echt, wie viele Leute drin sind. Im Raum. Alles klar. Schnell mal verpissen. Mal genauer gucken. So, okay. Als erstes Kamera. Ist der im Raum? Wieso sind gerade so viele Lack gegangen? Lol. Ach man, ich wollte noch da durchschlagen. Was? Bäm. Das war gut gemacht, auch gut gewascht, muss man sagen. Zwischendurch war dann so, oh mein Gott, das wird nix, aber dann war es dann wieder so, oh ja, geil, wird was. Aber es war eine ganz zufriedene Runde. Kann man zufriedene Runde sagen? Weiß ich nämlich gar nicht. Weiß ich nicht, Leute, weiß ich nicht. So, lalala, nächste Runde, zweite Runde. Wir sind, glaub, jetzt schon bei über 40 Folgen, wenn man sich so überlegt. Über 40, knapp 40 Folgen schon, Rainbow Six Siege. Läuft. Okay, theoretisch ist es ja voll wenig, wenn man überlegt, dass ich 250 Spielstunden habe, ne?
Das ist ja gar nichts, die paar Folgen. So, als nächstes die Dinger dran machen. Ich weiß noch, wie ich früher diese Dinger nie benutzt habe. Oder eher gesagt, den Jäger immer, ja, nie benutzt habe. Ich bin auch. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter, Lukas. Dankeschön. 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Du wurdest entdeckt. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. AVS ist richtig wichtig. Der Besuch kann kommen. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Alter. Was geht hier ab? Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Ja, nice. Die Gegner sichern den Behälter. Lol. Gegner haben den Behälter Was? Gesichert. Mission des eigenen Trupps. Ja, der hat doch gar nichts gesagt. Ach, fuck. Es war gerade zwar mein Fehler, dass ich nicht gecheckt habe, dass der Bereich gesichert wird. Passiert zwischendurch mal. Aber im Endeffekt, ich habe noch zwei weggeholt, aber ich hätte noch... Ja, die anderen hätten mich eh gekillt, aber... Ich hätte es besser machen müssen. Ganz einfach. Ich ärgere mich gerade wieder über mich selbst. Ich habe zwei weggeholt, aber zwar auch wie, aber keine Ahnung, aber... Weil bei Termite habe ich okay geschossen, bei IQ habe ich extrem schlecht geschossen. So, schnell. Am besten wieder Küche. Nee. Küche ist es nicht. Also es ist oben. Bei Bibliothek ist glaube nur... Doch, da ist Bereich sichern. Ich hatte gerade gedacht, nur Geißel. Zugbahnhof ist es nicht. Moin. Okay, dann ist es ganz oben. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. 10 Sekunden. Ich habe einen entdeckt. Zweiter Stock. 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ich lade mein Magazin. So, was mache ich denn jetzt? Ich gehe erstmal auf meine Lieblingsposition, das ist die immer oben beim Dach. Um zu gucken, ob ich irgendjemand wegholen kann. Ich gucke erstmal schnell, ob einer drin ist. Wenn ja, wo ungefähr? Ach schade, ist gar keiner. Oh. Das finde ich aber jetzt schade. Okay, der Frost weiß auch nicht genau, was er macht. Lade nach.
geöffnet. Zweiter Stock. Streusprengsatz einsatzbereit. Streusprengsatz wird aktiviert. Sprengladung. Sprengladung bereit. Ah, Mist, bei dem Dach ist es leicht doof. Warte, ich guck mal. Die Drohne wurde eingesetzt. Zeit für das Krach. Entdeckung, gleich knallt. Den Behälter sichern. Gegner übrig. Kommt er? Nirgends mehr. Okay, gut. Der Behälter ist Moin. Moin. Das war dann auch wieder gut gewascht. Das Team ist gar nicht so schlecht, muss man echt sagen. Die spielen gut zusammen. Und ja, jetzt wieder verteidigen. Das könnte vielleicht die letzte Runde sein. Wir nehmen diesmal... Euer Scheiß Ernst? Wir nehmen Kapkan. Hab mir gerade überlegt, soll ich irgendwann mal wieder Tachanka nehmen? Einfach nur mal so? Tachanka kann man auch voll als Ablenkungsmittel nehmen, ne? Stellt man das irgendwo random in den Raum, am besten in der Nähe von dem Raum, bloß davon halt nicht sterben. Und guckt mal, wer dann dran geht und dann einfach abknallen. So. Kreis scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Jetzt hier noch. Nur noch 5 Sekunden. Und die Tür möchte ich noch. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich mach zwar hier zu. Ach komm, ich bleib diesmal. Ich camp diesmal. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Hä? Hab ich. Ich hab noch Wände, ne? Oder? Oh, ich hab die Wände vergessen. Wand verstärkt! Ja, sperr mich aus, ist okay. Kein Problem. Jetzt will ich einmal eine Runde campen und sonst werde ich ausgesperrt. Help! Help, help! Hör ich da gerade Nee, russisches Radio. Stimmt. Russland so, ne? Ey, der Jäger steht da draußen, warum kommt er nicht rein? Junge, dein Scheiß Ernst! Ach! Dankeschön! Scheiße, jetzt ist er tot. Ich habe einen Kopf am Kopf getroffen, aber auch egal. Alter! Was? Was? Alter, der hat noch 7 HP oder so. Alter, danke, Leute. Ey, das war diesmal eine schlechtere Runde. Von mir zwar auch noch gut.
Aber trotzdem schlecht. Er bewegt sich noch. Nochmal drauf schießen. Gut, dann war's es für heute. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Rainbow Six Siege. Und ja, das war meine Aufnahmesession. Wir haben einen Clan locker easy weggeschlagen. Und ja, ich bin bald Level 90, immerhin. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.